Oh nee. Ey, yo Leute, willkommen zu meinem Video. Und heute sind Warheads die Sour Peach Soda. Viel Spaß beim Video. Meine langjährigen und treuen Zuschauer wissen vielleicht, hey, Warheads hat er doch schon mal getestet. Richtig, hier verlinkt. Allerdings, diese Peach Soda ist neu. Die gab es damals noch nicht. Vielleicht erzähle ich euch aber gerade Scheiße. Und die gab es einfach nur zu dem Zeitpunkt nicht zu kaufen. Hier in Deutschland. Und die ist gar nicht neu. Aber ich weiß es nicht. Also, ja, ich habe sie auf jeden Fall jetzt. Und ich dachte mir, da wir die anderen getestet haben, müssen wir die auch testen. Und das, ja, machen wir heute. Ja! Natürlich habe ich heute ein Glas vorbereitet, wie immer. Ja, wie fast immer. Ich öffne es mal. Es hat so eine typische Peach-Farbe. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist Peach-Farben. Also, ja, Pfirsich-Farben. Ja, keine Ahnung. Also, entscheidet gerne selber, wie ihr da die Farbe einordnen würdet. Ich riech mal dran. Ja. Riecht so, wie ich mir ein chemisches, ja, Pfirsichgetränk vorstelle. Wir testen es aber jetzt hier aus der Dose. Oh nö. Nö, hör doch auf. Oh nee. Das ist, Das ist, nö. Also, es soll ja sauer sein. Man merkt also, dass irgendwie machen wollten. Wirklich sauer ist es nicht. Aber holy, das ist ja, also, man merkt vielleicht auch, wenn man es weiß, dass es Peach sein soll. Sage ich jetzt einfach mal so, ganz frech. Das ist nicht lustig. Ey, ohne Witz, das schmeckt nur nach Chemie. Aber nur. Wirklich. Klar, Warheads ist Chemie, das weiß ich. Aber, ja, die anderen waren nicht so schlimm. Zumindest meine ich das. Wie gesagt, schaut euch das Video gerne an. Bin mir gar nicht mehr so sicher, wie ich es fand. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so schlecht. Ich meine, nicht so schlecht. Nee, sorry, 2 von 10 möglichen Sternen. Ich weiß, sehr, sehr wenig. Aber guten Gewissens kann ich nicht mehr geben. Tut mir leid. Ja, wieder ein sehr, sehr kurzes Video. Ich bin auch froh, dass ich das Video jetzt durch habe, denn ja, das ist echt nicht geil. Also, nee, macht das nicht. Macht das einfach nicht. Das ist meine Empfehlung. Macht's nicht. Dann hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr das Video, gerne Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.